du, was du da sein wirst? Du gehst jetzt auf die Bühne und machst deine Musik und den Lümmel fallen die Ohren ab. Das kannst du mir glauben, Junge. Was produzieren wir eigentlich? Gummibärchen? Ich dachte, wir produzieren White Star. Stell dir vor, 2000 Leute schreien Future, no Future, Future, no Future, Future, no Future. Hey, Mann, bist du bekloppt? Was ist denn mit meiner Future? Und was ist mit Georges Future? Was ist mit deiner Future, hä? Bist du so schwer von Begriff? Das Kind braucht einen Namen. Ich hab hier ein paar Dutzend Punks, die haben nichts anderes im Kopf, als das Studio kurz und klein zu hauen, okay? Und schlägt zu Hause sind wieder zu und eins sag ich dir gleich. Komm ja nicht auf die Idee, vorhin die Bullen zu rufen, sonst kriegst du Ärger mit mir. Ich muss jetzt hier raus. Wo wollen wir denn hin? Solltest du mal den klugen Palo fragen? Verdammte Scheiße, mitten in der Arbeit. Immer wenn ich gerade wieder anfange, ist die Hölle los. Ist dir klar, dass ich sowas früher... dass ich sowas früher als Trinkgeld gegeben habe? Ja, deswegen bist du wohl auf Pleite gegangen, ne? Scheiß doch auf die Pleite, da scheiß ich doch drauf. Zum Pleite machen, da gehört nämlich was. Da musst du was wagen, du musst was riskieren. Also wirklich eine beeindruckende Großproduktion. Fuck you. Oh, gern, wieso nicht? Schön anstrengend, kommt ihr alle ins Fernsehen. Schreib mal drauf, das ist Sandra. Die Interviews, die habt ihr ja schon alle gemacht. Ne? Wenn es soweit ist, seid ihr dabei. Unterschreibt, Junge, mach, nicht mal ist. Das ist ein Attentat! Das ist ein Attentat! Moody ist Gott sei Dank nicht verletzt, das steht fest. Schlimm aber ist, dass einer seiner Fans verletzt wurde. Sie liegt jetzt im Krankenhaus. Aber wir hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht. Es ist wirklich nicht zu fassen, was sich um diesen Moody alles tut. Deine Musik überhaupt nicht ernst, glaub nicht. Der nimmt mich ernst. Weißt du, der verbrennt deine Lieder, wenn er meint, dass es ihm nützt. Nein, Mascha. Er ist vielleicht überhaupt der Erste, der mich wirklich ernst nimmt. Glaub mir.